Herzlich willkommen, liebe Waage, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 3. August bis zum 12. August. Das ist die zweite Dekade im Sternzeichen Löwe und wir befinden uns jetzt mitten in der Feuerenergie vom Löwen. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie die Energien bei dir ankommen. Noch einige kurze Informationen zu der aktuellen Dekade. Ganz am Anfang der Dekade, am 4. August, wechselt Merkur, der für Kommunikation steht, ins Zeichen Jungfrau. Also es wird bodenständiger, strukturierter in der Kommunikation, ne? Ein bisschen geordneter. Und zum Ende der Dekade, am 11. August, wechselt Merkur in Sternzeichen Löwe und am 12. haben wir auch noch einen Vollmond. Also da sind die Energien sehr intensiv, sehr extrovertiert auch in Sachen Liebe, ne? Also auch ein guter Zeitpunkt für ein Date und da kommt jetzt auch gleich diese Karte raus, das war sie auch. Ja, und das heißt halt auch, dass wir über die ganze gesamte Dekade zunehmenden Mond haben, ne? Also die Energien nehmen von Anfang an jeden Tag für Tag zu. Okay, bei dir, also diese Dekade ist sehr entscheidend für dich. Liebe Waage, hier zeigt sich das Rad des Schicksals, ne? Die 10. Karte der großen Arkana. Das Rad des Schicksals. Ereignisse kommen auf einen zu, ne? Diese Ereignisse basieren auf Entscheidungen von dir und anderen Menschen, die schon längst in der Vergangenheit getroffen worden sind. Und diese Entscheidungen, die teilweise auch im Unterbewussten stattfinden, aber auch manchmal auch im Bewussten, führten dann zu Handlungssträngen. Und nun verdichtet sich das alles um dich herum und es führt zu Konsequenzen. So kommt dann halt auch dieser Eindruck zustande, dass es etwas Schicksalshaftes hat, ne? Letztendlich beruhen, aber beruht dieses Schicksal doch auf Handlungssträngen, die auf unseren Entscheidungen und denen von unseren Mitmenschen beruhen. Natürlich kann ich jetzt überlegen, ob diese Entscheidungen frei sind, und die Entscheidung, die man so fällt, etwas Schicksalshaftes hat, aber das geht jetzt hier zu weit. Auf jeden Fall kommen Ereignisse auf dich zu, ne? Konsequenzen. Und du kannst jetzt an dieser Stelle diese Entscheidungen nicht mehr oder diese Auswirkungen nicht mehr beeinflussen, sondern diese Auswirkungen passieren um dich herum, ne? Und haben aber Einfluss auf dich. Und in der Regel sind das natürlich schöne Sachen, ne? Also sind das halt Erfolge und günstige Fügungen, günstige Wendungen. Begegnungen, mit denen man nicht gerechnet hat, oder Wiederbegegnungen. Also manchmal ist es halt auch so, dass halt auch Dinge um einen herum passiert, die man erst im Nachhinein als sehr glücklich wahrnimmt. Ne? Passiert etwas und vielleicht findest du das erstmal auch gar nicht so angenehm und dann im Nachhinein stellst du fest, ah, es war ja eigentlich eine gute Sache, dass sich das genau so entwickelt hatte. Also eine sehr interessante Zeit für dich, liebe Waage. Und wir schauen weiter, auf welche Lebensbereiche sich dieses Glück, dieses Rad des Schicksals bezieht. Interessant, ja. Denn du strebst nach Transformation, du möchtest dich weiterentwickeln. Du möchtest halt auch, dass sich etwas in ein Plan, eine Vorstellung, die du schon lange hegst und pflegst, dass sich diese Vorstellung endlich zeigt, ne, endlich Früchte trägt. Du hast dich für etwas eingesetzt und du möchtest jetzt auch langsam Ergebnisse sehen. In Bezug auf dich selber, aber auch in Bezug auf deine Umgebung. Du möchtest Transformation erfahren. Und diese Transformation. Ah ja, okay. Also, es wird dir dabei behilflich sein, wenn du das große Ganze einbeziehst und mehr auf das Dauerhafte setzt, ne? Hier sollen Veränderungen herbeigeführt werden, die halt für eine lange Zeit Bestand haben
und nachhaltig sind und eine dauerhafte Realität besitzen. Ja, diese Karte irritiert mich an dieser Stelle ein wenig. Also, es könnte sein, dass sich alles ein wenig anders ergibt, als du denkst, aber dass ich das sehr positiv... Ja, das ist doch das Ratte. Das ist doch genau das, was ich mit den Ratte Schicksals meine. Ja, genau, okay. Also, es könnte sein, dass sich die Dinge anders entwickeln, als du es geplant hast oder damit gerechnet hast, anders als du denkst. Aber es wird eigentlich sehr gut für dich. Bei dieser Karte sagt man, das Leben schreibt neue Geschichten. Ne? Und es könnte halt sein, dass dein Leben, dein persönliches Leben, dein persönliches Empfinden neue Geschichten schreibt. Sprich, dass du ganz neue Menschen kennenlernst, dass du ganz neue Erfahrungen sammelst mit Menschen, die du noch gar nicht kennengelernt hast, in Kontexten, die dir fremd sind. Und dass dich das sehr beleben wird. Das gesprochene Wort ist hier sehr von Bedeutung. Und naja, der ein oder andere von euch hat vielleicht, oder die ein oder andere von euch, hat vielleicht das Bedürfnis, auch diese Erzählungen, diese Erfahrungen aufzuschreiben. Das geschriebene Wort könnte zum Ende der Dekade hin sehr bedeutend für dich werden und vielleicht ist das für dich etwas, was für dich eine wichtige Bedeutung hat. Vielleicht auch einfach die Ideen aufzuschreiben, die Pläne, die man hat. Oder einfach so eine Art Tagebuch zu schreiben, ne? Von den Erlebnissen, die man jeden Tag macht. Wir haben ja jetzt auch eine typische Reisezeit, ne? Vielleicht machst du diese Erfahrungen im Kontext einer Reise. Auch da ist es dann hilfreich, das dann aufzuschreiben, ne? Die Erfahrungen, die du auf dieser Reise machst, in diesen neuen Kontexten. Das sieht mir hier doch recht spannend aus bei dir, liebe Waage. Schauen wir mal weiter, mit welchen Herausforderungen du es zu tun hast. Ja, hier zwei sehr unterschiedliche Energien. Einerseits, das könntest du dich so fühlen in dieser Dekade, als würdest du nicht so richtig in deine Energie kommen. Hier gibt es vielleicht Prozesse, in denen du warten musst, auf etwas warten musst, die dich aufgrund dieser Warteprozesse unzufrieden stimmen. Also jetzt kommt mir so ein bisschen Ungeduld rüber bei dir. Und daher durch dieses Warten auch ein gewisser Missmut, ja, so sagt man. Und bei dieser Karte zieht man auch so eine gewisse Bilanz und reflektiert so das Vergangene. Und du strebst ja hier auch nach Veränderung, deswegen du guckst dir das Vergangene an und bist unzufrieden, ne? Mit einigen Entwicklungen. Besonders was das Finanzielle, das Materielle, das Familiäre anbelangt. Ne? Der Ort, in dem man sich zu Hause fühlt, die vier Wände, die Wohnung. Alles diese materiellen Dinge. Da gibt es Dinge, die du verändern möchtest und die dich aktuell unzufrieden machen. Aber diese Unzufriedenheit kann auch ein Motor sein, um zukünftige Veränderungen herbeizuführen. Das ist durchaus möglich. Und hier kommen wir zu der anderen Energie und das ist der Magier. Mit den Magier hat man wirklich die Fähigkeit, seine Umgebung nach seinen Vorstellungen zu strukturieren. Ne? Also die Unzufriedenheiten kannst du mit den Magier anders gestalten, umgestalten. Du kannst deine Umgebung umgestalten, so gestalten, wie es dir beliebt, wie es zu dir am besten passt, wie es zu deinen Wünschen und Bedürfnissen am besten passt. Bei den Magier hat man auch die Möglichkeit, die Fähigkeit, andere Menschen zu manipulieren. Da muss man ein wenig auf seine Ziele Acht geben. Der Magier ist auch ein typischer Selbstdarsteller, ein Schauspieler, ein Mensch, der auf der Bühne steht, auf der Bühne des Lebens. Hier, neue Geschichten, ne? Wir sind im Theater. Ne?
der auf der Bühne steht und alles gibt einfach, ne? All in geht, seine ganze Persönlichkeit gibt. Also es ist hier sehr spannend auch. Aber was für konträre Energien. Es ist so ein bisschen ein Hin und Her. Ja, aber das passt hier sehr gut zu den ganzen Menschen, die du treffen könntest. Schauen wir mal weiter. In der Vergangenheit hast du dich vielleicht etwas abgekapselt, hast Grenzen gezogen, hast deine Ressourcen zusammengesammelt, hast auch irgendwie ja, deinen Safe Space, deine Sicherheitszone definiert und sorgsam abgesteckt. Und diese Sicherheitszone beinhaltet auch deine Familie, deine Beziehung und deine engsten Freunde. Und die hast du vor, da hast du eine Grenze drum gelegt und diese Personengruppe oder auch nur dich selber, je nachdem. Also da sind die Situationen bei euch unterschiedlich. Vor äußeren negativen Einflüssen geschützt. Ne? Also da hast du ein Grab. Das Problem bei dieser Energie ist, man hat... Diese Karte spricht von sehr viel Selbstwertgefühl, ne? Sehr viel Selbstbewusstsein, dass man überhaupt auch diese Grenzen setzen kann und hier eine klare Kante zeigen kann. Allerdings neigt man in dieser Energie dazu, etwas engstirnig zu sein. Und ich denke, etwas verbohrt, ne? Etwas dickköpfig. Ich denke, das bricht sich hier sehr schnell auf, ne? Hier sind wir auch von der 4 zur 5. Ja, das sind ja auch beide Scheiben, ne? Also hier gibt es eine Folge. Also das bricht sich jetzt auf. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ein Dilemma. Ja, du bist hier zwischen diesen zwei Energien, ne? Und kommst nicht so richtig in den Fluss, in Fahrt. Weil du dich vielleicht auch nicht so recht entscheiden kannst, welche Veränderung du als erstes vornimmst oder wie du das dann konkret gestaltest. Hier gilt es ja, viele Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das fällt dir aktuell etwas schwer, dich für eine Option zu entscheiden, weil ja, es liegt auch sicherlich daran, weil du sehr viele Möglichkeiten hast, vielleicht auch ein wenig zu viele Möglichkeiten. Und wenn man das dann alles mit den Ratio durchspielt, tritt man auf der Stelle. Ne? Also je mehr Möglichkeiten man hat, desto mehr muss man die mit den Ratio alle durchdenken, die Konsequenzen alle durchdenken, ratter. Und dann sitzt man da über mehrere Tage oder Wochen und kommt gar nicht zu Potte. Ne? Das könnte hier passieren. Bei den Gehängten. Das Geheimnis des Gehängten, wie man mit dieser Energie am besten umgeht, ist so, dass man seine persönlichen Interessen, seine persönliche Ich-Perspektive so ein bisschen hinten anstellt und die Perspektive erweitert und das große Ganze mit einbezieht. Wenn man das große Ganze mit einbezieht, und das habe ich ja hier schon bei der Meeresschildkröte gesagt, ne? Das ist halt wirklich die Sache für dich. Interessant. Ja, wenn du das große Ganze mit einbeziehst, siehst du einen Lösungsweg, der für alle Beteiligten das Beste ist und den du aus deiner Ich-Perspektive nicht hättest erkennen können. Ja, und so hat... erweitert, also bei den Gehängten geht es eben auch um eine Bewusstseinserweiterung, die man vollziehen soll. Spannend, es ist wirklich ganz spannend. Wechsel, harmonischer Wechsel, Wechselenergie. Hier gibt es Veränderungen, die sich allmählich einpendeln, die auf natürliche Wachstumsprozesse beruhen und die sich auf sanfte, stetige Art und Weise vollziehen. Also hier gibt es schon Veränderung, stetige Veränderung, die du kaum, ja, die sich einfach so natürlicherweise einpendelt. Das
habe ich ja hier schon gemeint, sehr viele Menschen um dich herum. Geselligkeit, Fröhlichkeit, Ausgelassenheit, Frohsinn. Ja, und vor allem eben so viele Menschen. Ich sehe hier sehr viele gesellige Anlässe in deinem Leben auf dich zukommen. Besonders um den Zeitraum, also besonders am Anfang der Dekade, ne? So zwischen den 3. und sagen wir 9. August. Na, vielleicht ist es noch ein bisschen komprimierter auf den 4. bis 10, bis 8. August, ne? 4. bis 8. August. Sehr viel Geselligkeit, sehr ein Zustand, bei dem die Gefühle überschwängen können, in dem man sich sehr verbunden fühlt mit den anderen Menschen, sehr gute Verbindung hat, sehr gute Gespräche, sehr freimütige Gespräche auch, wo man Gespräche bei, also gesellige Momente, bei denen man auch viel von sich selber zeigt, ne? Und die Menschen zeigen aber auch ihr wahres Gesicht dir gegenüber. Ehrlichkeit, Offenheit und Warmherzigkeit. Ich habe hier schon gemeint, neue Geschichten, schreibt dein Leben schreibt neue Geschichten. Ne? Und hier fängt das schon an mit diesen geselligen, herzlichen, voller, also es sind auch so herzliche Momente, so voller, so schöne herzliche Momente. Ja, das ist auch hier sehr gut. Du bist voller Zuversicht. Du bist letztendlich doch recht positiv gestimmt, auch wenn du hier noch keine eindeutige Entscheidung treffen kannst und keine Richtung ansteuern magst, ne? Also hier noch hin und her gerissen, aber letztendlich recht optimistisch, dass alles gut wird. Du hast hier auch ganz hohe Ideale. Bist auch wirklich so offen und frei bezüglich des Lebens, ne? Also lässt dich voll offen und neugierig auf das Leben ein, hast auch hohe Ideale. Nach diesen Idealen handelst du auch. Also da sieht man hier auch so eine gewisse Authentizität bei dir. Ja, es ist aber auch hier, diese beiden Karten, auch etwas unernst, ne? Also es kommt mir hier, das ist aber echt wirklich bei jeder Legung bisher so gewesen, mir kommt hier richtig so eine leichte Urlaubsstimmung raus, ne? Also auch wenn du jetzt keinen Urlaub hast über diese Tage, haben wir auch so in der Dekade wirklich die wärmsten Tage in dieser Zeit, ne? Die sogenannten Hundstage sind das ja auch. Also so oder so wird das alles ein wenig entspannter ablaufen, ne? Also sicherlich werden wir auch noch eine Hitzewelle haben und in dieser Zeit. Ja, und da kann man die Dinge natürlich auch mal etwas leichter angehen und die ernsten Dinge ein wenig rotieren lassen. Ne? Also hier sind die ernsten Dinge und da kommst du halt nicht richtig zu Potte. Ne? Aber hier bist du eigentlich total, gehst auf das Leben zu, auf die Leute, auf die Menschen und machst sehr viel schöne, positive Erfahrungen. Ah ja, okay, hier die Liebenden. Spricht natürlich hier für eine ganz positive Ich- und Du-Kommunikation. Kann natürlich hier auch ein Paar zeigen, ne? Eine Beziehung. Und wenn du in einer Partnerschaft bist, dann ist die in dieser Zeit besonders innig, besonders harmonisch. Hier zeigt sich auch eine Versöhnung, also für diejenigen, in denen es in der Vergangenheit Probleme gab in der Beziehung. Also hier ist es eine ganz richtig gute Gelegenheit, diese Streitigkeiten ein für alle Mal zu überwinden und eine tatsächliche, ganz tiefsinnige Versöhnung herbeizurufen. Und überhaupt, also eine sehr gute Zeit für deine Partnerschaft. Für überhaupt, aber für deine gesamten Ich- und Du-Beziehungen, ne? Also hier kannst du Verbindungen schaffen, ganz besondere Verbindungen und auch eben das Verbindende in allen sehen, ne? Auch die Liebe zu dir selbst ist damit gemeint, ne? Und die Liebe zu dir und der Welt.
Überall bist du in der Lage, das Verbindende zu sehen und auch zu erschaffen und in den Vordergrund zu stellen. Also hier wirklich eine wunderschöne Energie und ich glaube, ja, also ich habe das ja hier schon gesehen, dass du sowieso schon echt einen guten Draht zu deinen Mitmenschen hast und das bestätigt sich hier nochmal immens, ne? Also da läuft es wirklich wunderschön. Du sehnst dich nach Kommunikation, die wirst du sicherlich haben. Du sehnst dich nach Kommunikation und Geistesblitzen, ne? Du strotzt auch vor Neugier und Wissbegierde und wahrscheinlich fragst du diese ganzen Menschen auch ganz, ganz viel und möchtest irgendwie lernen. Vielleicht der ein oder andere wartet vielleicht auch auf eine konkrete Nachricht. Das ist durchaus auch möglich, ne? Dass man hier auf eine Kommunikation wartet oder dass sich eine Person meldet. Vielleicht möchtest du dich tatsächlich mit einer Person versöhnen und wartest auf deren Rückmeldung, deren Reaktion und bist diesbezüglich ganz zippelig. Also hier hoffst du generell auf schnelle, unkomplizierte, erhellende Kommunikation. Und überhaupt möchtest du so ein bisschen schnelllebiger leben, so ein bisschen abenteuerlicher auch. Ja, du neigst halt ein bisschen dazu, vor dir selber wegzulaufen. Diese Probleme lassen sich nicht lösen. Diese Probleme werden sich bis zum 12. August nicht lösen. Nee, das wird dir am 12. August auch noch bewusst werden. Und irgendwas geht an deinen Plan nicht auf. Ja, also irgendwas entwickelt sich nicht nach deinen Vorstellungen, läuft anders, als du denkst. Und ich habe schon den Eindruck, dass du hier vor etwas wegläufst, vor einer Erkenntnis wegläufst und eben dadurch, dass du wegläufst, eigentlich diese Situation begünstigst, den Konflikt noch weiter schürst dadurch. Ja, aber andererseits kommt Zeit, kommt Rat, ne? Also vielleicht ist die Zeit wirklich noch nicht dafür da, um hier eine gewisse Lösung zu erzwingen, weil ich sehe hier einfach zwei ganz verschiedene, zwei ganz verschiedene Wesensarten hier gerade bei dir. Einerseits diese sehr extrovertierte Person, die sehr viele Menschen um sich herum hat, und andererseits das Grübeln. Das Grübeln ist hier und das Extrovertierte hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, du bist im Urlaub und du hast jetzt gerade keine Lust, über diese Problematik nachzudenken. Sie wird aber sich nicht von selbst lösen, ne? Aber gut, dann hat man das. Also es ist jetzt auch nicht so ein großer Zeitraum, ne? Du kannst dich auch nach den Vollmond darum kümmern. Aber ich glaube, also du wirst dich darum kümmern müssen, ne? Also vielleicht sollte dir das bewusst sein, aber ja, je nachdem, um was es da geht, ne? Eure Leben sind ganz, ganz unterschiedlich. Und ja, also vielleicht wird dir das helfen, eben diese ganzheitliche Perspektive einzunehmen und dann halt diese Dinge zu verändern, die Dinge zu bearbeiten, die wirklich bearbeitet werden müssen, ne? Also sich hier auf das Wesentliche konzentrieren.
und schnell eine Lösung herbeisuchen, weil es holt dich ein. Es wird dich einholen, du wirst davon nicht weglaufen können. Und vielleicht ist es angenehmer, mit dieser Energie eine gute Lösung herbeizuführen, weil du hast hier eigentlich doch ganz positive Energien und alles, was so nach dem 12. August passiert, weil kann ich dir nicht genau sagen. Ne? Aber hier sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Mit dem Magier hast du hier die Möglichkeit, viele Veränderungen anzustoßen und dann hast du hier diese zwei Scheiben, die halt diesen natürlichen Wachstumsprozess herbeiführen. Also ich kann dir nur raten, dich vielleicht kurzweilig mit diesen Unzufriedenheit zu beschäftigen und eben aus dieser gesamtheitlichen, ganzheitlichen Lösung. Vielleicht gibt es wirklich nur kleine Anpassungen, die du machen musst und die dann halt durch diese Wachstumsprozesse anwachsen und die Situation bis hierhin komplett verändern können, ne, die das total positiv begünstigen. Kleinigkeiten, ne? Also manchmal, wie sagt man, Kleinvieh macht auch Mist. Oder ne, irgendwie so ein Schmetterlingsschlag kann letztendlich, weiß nicht, was hat man da immer gesagt, diese Murphy-Gesetze, ein Schmetterlingsschlag kann auf der anderen Seite der Welt ein Erdbeben auslösen, genau irgendwie so, oder ein Tornado auslösen, ein Tsunami war es. Ja, irgendwie sowas, ne? Also, dass du hier eine Kleinigkeit machst, die in die Richtung geht und dann lässt du diese Karte den Rest übernehmen, ne? Während du erstmal Urlaub machst. So ist, könnte man das vielleicht machen, ne? Also, ja, das würde ich dir raten. Aber ich muss schon sagen, das sind hier ganz, ganz tolle Energien. Erstaunlich ist an dieser Stelle auch, dass hier gar keine Hofkarten, eine Rolle spielen. Auch wenn du ganz eindeutig von vielen Menschen umgeben sein wirst, da kann ich dann sagen, also dass es dir wahrscheinlich bei den ganzen Menschen nicht um das Individuum geht, sondern dass du mehr diese Menschheit, diese Geselligkeit an sich betrachtest. Also wenn du solo bist aktuell, halte ich es für nicht wahrscheinlich, dass du jemand Neues treffen wirst in dieser Dekade. Wenn du allerdings in einer Beziehung bist oder warst auch, ne? Also auch in der Vergangenheit, wenn das noch nicht so lange, also Versöhnung ist hier halt möglich, ne? Also mit, wenn du in einer Beziehung warst und denkst noch viel an diese Person, dann ist hier eine Versöhnung möglich. Und wenn du in einer Beziehung bist, dann wird diese Beziehung aktuell, also in dieser Dekade besonders glücklich werden, ne? Also dann ist das hier wirklich, dann könnt ihr eure Verbindung auch auf eine höhere Stufe bringen, ne? Dass ihr irgendwie euch näher seid. Und das ist dann, also ja, dass ihr noch, ja, also noch mehr Verbindung zueinander entwickelt. Dann ist diese Person auch so nah bei dir, dass sie nicht extra hier durch eine Hofkarte repräsentiert werden muss, weil es so selbstverständlich ist, dass sie dabei ist. Ja, also die Liebenden hier, ne? Also sehr schöne Karte an der Stelle. Ja, was sagen denn die Mondkarten zu deiner Situation? Okay, das ist schön. Ein Problem löst sich auf. Ja, vielleicht musst du wirklich hier über diese Sache gar nicht so lange grübeln. Vollmond im Krebs. Oder es geht um eine andere Sache, ne? Vielleicht hier mit der Entfaltung. Und der Versöhnung natürlich, ne? Und die Versöhnung natürlich. Kann natürlich auch damit zusammenhängen. Ein Problem löst sich auf. Interessant. Und der zweite Ratschlag? Du bist gut genug. Der Selbstwert. Du bist gut genug. Du solltest es dir wert sein. Ja, und vor allem diese Transformation, diese neuen Geschichten, die auf dich warten, diese ganze aufregende Kommunikation, die Versöhnung, das harmonische Ich und Du.
Das sind alles sehr tolle Karten und das ist auch sehr wichtig, dass man diese positiven Seiten des Lebens genießt. Ja, liebe Waage, ich hoffe, dass dir diese Legung gut gefallen hat und dass sie dich inspiriert hat. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir eine wunderbare harmonische Zeit mit vielen neuen Abenteuern und vielen Erlebnissen. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da oder abonniere meinen Kanal, wenn du das nicht schon bereits getan hast. Ich freue mich auch sehr über eure Kommentare. Wenn du noch weitere persönliche Fragen hast oder vielleicht in einer besonderen Lebenssituation bist, dann kannst du auch sehr gerne eine individuelle persönliche Kartenlegung bei mir bestellen. Auf meinen Etsy-Shop, der Link befindet sich in der Videobeschreibung, kannst du ein Video so wie dieses persönlich auf dich zugeschnitten bestellen. Schau einfach vorbei. Ich freue mich auf ich freue mich auf deinen Besuch. Von Herzen alles Gute und bis bald.